Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map und zwar heißt diese Map Castle Escape. Das heißt, heute müssen wir mal aus einer Festung sozusagen entfliehen und ich bin jetzt hier gespawnt und was am Anfang echt mega cool gemacht ist, liebe Freunde, wir haben hier drei Server. Natürlich bin ich im Singleplayer Vanilla, aber trotzdem hier steht 99 von 99, 99 von 99 und Parcours Waiting Castle Escape 0 von 99. Deswegen kommen, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar freie Slots. Wir gehen jetzt hier gleich mal drauf und hier steht Castle Escape, can you get out? Wir müssen einfach mal aus der Burg fliehen und die Tür ist jetzt einfach, beziehungsweise das Tor ist aufgegangen und das ist halt echt schon mal mega nice. Das heißt, es ist eine Parcours-Map mit so einer ganz kleinen Story am Rande und ich hoffe mal, dass die Level nicht so schwer sind und dass ich das jetzt mal First Try gleich hier schaffen werde, das Level. Das wäre doch mal extrem nice. Ja, und ich habe es geschafft und oh shit, wir haben jetzt Levitation bekommen. Also, ich habe mir die Map noch nicht so wirklich angeschaut. Es sieht echt schon mal ziemlich nice aus und ja, ist auf jeden Fall, also solche Maps sind echt mega cool. Parcours-Maps mag ich ja an sich auch echt und hier habe ich jetzt, wir haben hier einfach ein Labyrinth, okay. Mal schauen, wo der Ausgang ist. Ist hier der Ausgang? Ich glaube mal, das sieht nicht so aus. Ja, nee, das sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal weiter. Nicht, dass ich da unten sterbe. Und ja, also Parcours-Maps feiere ich auf jeden Fall echt mega. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts. Und nee, das war nicht richtig. Und wie soll ich jetzt hier rauskommen? Okay, ich habe jetzt leider schon einen Tod. Schade. Aber so, wir gehen jetzt hier nochmal. Wir haben jetzt wieder leider die Blindheit bekommen. Aber was ich sagen wollte, ich finde es halt auf jeden Fall dann echt noch mega nice mit so einer Geschichte, mit so einer kleinen. Und nee, das ist, ja okay, da sterbe ich leider. Sterbe ich hier vielleicht? Ich glaube, ja, da sterbe ich auch. Okay, gut, dann müssen wir doch mal ein bisschen weiter schauen. Also da muss es doch irgendwas geben, liebe Freunde. Und ich glaube mal, muss ich jetzt, kann ich hier runterspringen? Ja, das war richtig. Alter, was? Wie soll man das denn herausfinden? Ich weiß jetzt nicht, okay, was ich dir dabei gedacht habe. Aber so, ich habe es jetzt geschafft. Hier nach oben, dann hier lang, dann hier lang, dann hier lang. Und ja, okay, zum Glück. Und kommt jetzt gleich, ich hoffe mal, ich bin gespeichert. So, und oh, nee, okay, das war kein First Try, schon zwei Tode. Aber ja, zum Glück bin ich hier. Das wäre auch echt zu heftig, irgendwie, falls ich nochmal von woanders anfangen müsste. So, und warum schaffe ich das jetzt gerade nicht? Moment mal, kann ich einfach hier hinten lang springen? Und ich habe gerade gedacht, es passiert nichts. So, aber jetzt, Leute, ich habe das Gefühl, ja, jetzt schaffe ich. Nee, ich habe es nicht geschafft. Aber jetzt, ja, doch, doch, das sollte gut aussehen, jawohl. Und jetzt habe ich es endlich geschafft und ich kann hier durch. Und hier ist sogar ein bisschen Armor. Kann ich mir die ausziehen? Was habe ich hier drauf? Schutz 4. Ja, komm, dann nehme ich die einfach mal. Und jetzt geht es hier weiter. Und das sieht auch nicht gerade so leicht aus. Es sind viele Vierersprünge dabei. Aber ja, ich habe es leider gefailt. Mal schauen, mit wie viel Fails ich am Ende rauskommen werde. Und da, bitte, lass mich jetzt nicht so viel bei dem Level hier failen. Dann vielleicht mal so mit Anlauf. Ja, und ich habe es geschafft. Oh mein Gott, mit Anlauf geht es halt auf jeden Fall ja ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt hier faile, also man darf halt, Alter, okay, das kann ich mir, ja, ich stoße mir hier den Kopf an. Okay, dann muss ich jetzt hier im letzten Moment abspringen. Nein. So, jetzt vielleicht einfach mit Anlauf hier. Genau, da konnte man so ein bisschen reinlaufen. Okay, gut, das habe ich jetzt auch geschafft. Und jetzt kommt wieder, ja, ein bisschen schwieriger Sprung. Und den habe ich, was? Also da gibt es echt so viele schwierige Sprünge, wirklich. So, dann hier hoch. Okay, das habe ich geschafft. Dann jetzt hier lang. Okay, das habe ich auch geschafft. Und ich glaube mal, die Sprünge, die sehen nicht mehr so schwierig aus. Jetzt vielleicht hier nochmal mit Anlauf lang. Und es war zu weit. Okay, gut, dann bin ich jetzt wieder hier. Und dann muss ich jetzt einfach mal hier. Oh, da ist ein Slime. Ich bin einfach hochgesprungen, aber gestorben. Was? So, jetzt bin ich doch mal hier. Ganz einfach auf den Block hier. Und jetzt habe ich es auch mal geschafft. Okay, gut, Leute. Und was passiert jetzt hier? Ich habe einfach Geschwindigkeit bekommen. Ne, Blindheit. Keine Geschwindigkeit. Das wäre auch zu schön. Und jetzt kann ich natürlich, wow, jetzt muss ich mich einmal umbringen, weil ich nicht mehr sprinten kann. Okay, gut, dann gehe ich jetzt einfach mal wieder hier mit Anlauf hin und mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie so sozusagen First Try schaffe, aber schon mal nicht. Okay, wir schauen uns das erstmal an und das geht bis nach ganz da hinten und da verliere ich auch wieder die Blindheit. So, und ja, da muss ich im letzten Moment wirklich abspringen. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich auf jeden Fall. So, dann hier abspringen, dann hier abspringen, dann hier abspringen. Und nein, das war auch knapp. Okay, aber Leute, so noch ein Versuch, denke ich mal, dann sollte ich das auf jeden Fall schaffen und nee, man muss es halt alles wirklich mit Anlauf machen, sonst geht es halt gar nicht wirklich und dann habe ich es jetzt, ja, ich habe es geschafft. Okay, aber da kommt jetzt nochmal, da kommt einfach nochmal Blindheit. So, das heißt, ich muss jetzt wieder mit Anlauf da drüber und ja. So, mit Anlauf hier jetzt mal, jetzt bekomme ich Blindheit, jetzt bin ich hier und ja, wow, jetzt habe ich keine Blindheit mehr. Und jetzt kann ich doch nie leben. Was? Wie soll das denn gehen? Ich weiß nicht.
Hat er das getestet, wirklich, der Ersteller von der Map? Mit Blindheit ist es wirklich unmöglich, von diesem Block auf diesen Block zu kommen. Das geht nur mit Sprinten und man verliert natürlich auch automatisch die Geschwindigkeit, wenn man anhält. Also ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht habe ich was anderes machen müssen. Aber ja gut, ich weiß nicht. Und jetzt müssen wir hier mal hoch mit den Leitern. Und so Leitersprünge, Leute, die gehen doch eigentlich klar, oder? So, dann können wir das gleich mal ganz kurz machen. Das war jetzt, ja, das war jetzt nix. Aber hier dann nochmal, dann hier hoch. So, dann hier lang und dann nochmal hier lang. Und dann bin ich jetzt auch schon gleich oben. Das war jetzt auch nicht so schwierig. Stage 5. Und das sieht doch auch mal nice aus hier mit dem Feuerbrand. Und jetzt kommen einfach Blöcke, die hin und wieder mal so... genau, erscheinen. Und das war, glaube ich, perfekt. Ja, das war perfekt und ich habe es geschafft. Einfach mal First Try. Und was passiert jetzt? Oh shit, Freunde. Und jetzt ist hier, was? Der Creeper ist einfach da vorne. Beziehungsweise, okay, der Rüstungsständer. Und jetzt wird mir einfach schwindelig. Und ich falle einfach runter. So, und wo muss ich hin? Da muss ich hin, okay. Und jetzt bin ich einfach mal in Stage 6. Und wie cool war das denn? Und jetzt bin ich hier aber noch natürlich immer noch in der Festung. So, aber wir jumpen jetzt hier mal gleich wieder weiter. Und die Sprünge, die sehen auch nicht so schwierig aus. Und ja, sind es auch nicht. Oder, ja, das hätte ich doch nicht sagen dürfen. Hier lang. Und, okay, zum Glück bin ich da nicht runtergesprungen. Nämlich muss ich jetzt hier drauf, auf die ganz dünnen Eisenstäbe. Dann hier mit Anlauf lang. Und, ja, jetzt geht es hier sogar weiter. So, und hier lang. Okay, dann auf den hier drauf. Dann auf den hier drauf. Und dann auf den hier drauf. Okay, Leute, bitte jetzt nicht fällen. Dann auf den hier drauf. Und jetzt habe ich es auch. Nice, ich habe es einfach geschafft. Stage 7. Und ich muss mir das mal erst anschauen. Jetzt geht es über Lava. Also eine ziemlich krasse Festung hier zum Ausbrechen. Und okay, so, dann muss ich jetzt ganz kurz... wann? Okay, ich glaube mal, ich weiß, wann ich ungefähr so abspringen muss. Jawohl, das ist, hört sich ziemlich, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Nein, okay, und ist der Block weggegangen? Ich weiß nicht. So, und dann hier, komm. Ich glaube, das war ein bisschen, ja, ich glaube, ich muss wirklich ein bisschen früher abspringen sogar. Okay, und jetzt, so, da habe ich jetzt genug Anlauf. Und, jawohl, hier hoch. Und ja, ich habe es geschafft. Okay, Leute, nur noch hier über, ja, die Lava. Und dann bin ich auch jetzt schon hoffentlich gleich in Level 8, in Stage 8. Okay, das war, ich habe gerade gedacht, jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Alter, wie geil ist das denn? Okay, dann bin ich jetzt hier. So, Eisensprünge natürlich mein Fachgebiet. Deswegen hier alles natürlich schön First Try. Ja, das sah schon mal nicht schlecht aus. Okay, und dann hier lang. Dann muss ich jetzt, Alter, nein, da muss ich jetzt nicht ernsthaft da rein, oder? Doch, und jetzt muss ich dann, Alter, wie schwierig ist das denn? Aber ich glaube, das geht echt noch klar. Ja, und hier muss ich einfach mal runter. War das richtig? Okay, zum Glück bin ich hier nicht gestorben. Aber, Alter, auch allein so die Burg, wie die so aufgebaut ist, sieht halt echt nicht schlecht aus. Und ich muss doch nicht ernsthaft jetzt jedes Mal zurückschwimmen. Ja, und ich habe es geschafft. Alter, da waren echt krass schwierige Sprünge auf jeden Fall dabei. Und wo geht's hier jetzt lang? Und ich bin in Stage, ja, Stage 9. Okay, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Wieder mit Slimes. Und da bin ich jetzt wieder direkt gestorben. Aber komm, das müsste doch machbar sein. Und was, ich muss wirklich so weit abspringen, dass ich hier auf den Slime komme. So, das habe ich jetzt geschafft. Dann hier auch wieder weit abspringen. Dann hier rein. Und da ist sogar ein... oh shit, da bin ich jetzt hängen geblieben. Da ist sogar ein Enchantment-Table. Kann ich mir gleich mal so ein bisschen anschauen. Genau, da kann man sogar verzaubern. Und was? Achso, hier geht es sogar hoch. Okay, das reicht jetzt nicht ganz. Wo sollen wir jetzt am besten, so dass wir irgendwie keinmal failen? So, ich will da echt nicht ankommen. Und ich glaube mal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, und ich habe es geschafft. Stage 10. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die letzte Stage ist. Es geht immer höher, vor allem auch. Okay, dann hier lang. Okay, habe ich auch geschafft. Und Leute, ist hier jetzt vielleicht der Ausgang? So, dann muss ich nochmal hier lang springen. Okay, zum Glück bin ich nur auf die Treppe geflogen. Deswegen stirbt man jetzt nicht hier, aber so geht's wieder hier lang. Und es geht nochmal, weil, Alter, wie hoch es wirklich geht. Okay, da geht's wirklich noch ziemlich weit hoch. Und mal schauen. Okay, die Sprünge habe ich jetzt auch geschafft. So, und die sind zum Glück nicht so ganz schwer. Okay, jetzt muss ich das nochmal machen. Dann nochmal weiter höher. Und ja, also das sind sozusagen auch Checkpoints immer mal wieder so. Und ich glaube, ich bin fast ganz oben. Ja, ich entferne mich. Ich komme immer näher zum Ausgang, wenn es überhaupt der Ausgang ist. Ich hoffe mal. Nicht, dass noch gleich eine letzte Stage oder so kommt. Aber das ist halt auch mal cool. So, dann hier lang. Und was gibt's jetzt hier? Ich glaube mal, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, das ist nicht der Anfang. Oder was ist jetzt hier? So eine Elytra.
Haltbarkeit 3, kann ich mir gleich mal anziehen. Und jetzt muss ich einfach, was, wie cool ist das denn, hier runter. Und oh shit, Freunde, Alter, und das ist halt echt mega nice, wirklich. Und jetzt bin ich hier und mal schauen, ob jetzt gleich das Tor aufgeht. Ja, das Tor geht auf und Castle Escaped, you got out. Und das war doch mal echt ein krasses Ende und ja, ich habe einfach mal... Okay, hier bin ich, ja, hier bin ich auch gestartet und jetzt ist das Tor wieder zu. What did you think? Also ich hätte jetzt gedacht, ich komme woanders raus, aber ist halt echt mal, also ist eine coole Idee. Ihr könnt eure Meinung mal dazu gerne in die Kommentare schreiben. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Falls es euch auch gefallen hat, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten checkt doch alle anderen Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.